Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden jetzt nochmal Mercedes fahren. Und wir machen diesmal ein Dragster-Auto. Oh, let's go! Ja, ihr Lieben, Forza Edition, ich weiß gar nicht, was für ein Bonus der hier tatsächlich gibt, aber Forza Edition Truck. So, wir gucken mal, was hast du denn standardmäßig, mein Lieber? Ja gut, Allradantrieb, das ist klar, Motor kann ich nicht wechseln. 1743 PS, 5000 Newtonmeter Drehmoment, 4750 Kilogramm Leergewicht. Und wenn ich dabei bin, 5000. Alter, ich finde, das ist so geil. Aber wie viel... Ja, was verbessert der denn? Ja, ein bisschen die Bremsen noch. Viel weniger Topspeed. Ja, aber das passt doch. Ihr Lieben, Zerstörungsbonus hat der. Alter, das ist gut. Das könnte ein perfektes Auto zum Farmen sein. Eieiei, 20. Ja gut, 20 oder 21 Zoll Felgen macht den Kohl auch nicht fett. No front, Helmut. 430 Kilo kann ich bereits bei den Felgen hier sparen. Wow. 4720 Kilo könnten wir erreichen, indem wir einfach richtig gute Felgen nehmen. Ja, so ganz zierliche sehen doch super aus auf so einem Auto. Getriebe überarbeiten wir gleich mal. Vielleicht mal auf die Bremsen schauen. Ah, die machen das zu einem S1-Auto, aber auch voll verdient. Okay. Ach du Schreck. Oh. Oh, 200.000 PS und 7.000 Newtonmeter Drehmoment. Junge. Und es geht noch weiter. Oh Gott. 2.500. PS, 7.500 Newtonmeter Drehmoment. Und wir sparen sogar noch 5 Kilo. Okay, das könnten wir hier wieder drauf kesseln. Ja, okay. Ich baue mal erstmal das 6-Gang-Getriebe ein. Und das ist auch besser als alle anderen. Ach du Schreck. Jetzt ist natürlich die Frage... Ja, der Heckflügel ist auf jeden Fall ganz gut für die Beschleunigung. Also ich glaube, wir brauchen auch durchaus ein bisschen etwas, um die Downforce auch zu generieren, damit wir das Auto irgendwie auf die Straße drücken können. Wobei, vom Gewicht her drückt das Auto genug auf die Straße, würde ich mal behaupten. Davis, quick! Gleich wirklich. Niklas, danke dir für den Prime Sub. Ehre, mein Lieber. So, gehen wir mal... Es ist so lächerlich. 293 km/h, das ist noch nicht Davis, genug. Quick! Shikaro sei, danke dir für den Prime Sub. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Bremsen dürfte ich drin gehabt haben jetzt. Ah, 300 fährt er. Da ist es fast egal, was du machst. Ja, ob jetzt 298,6... Ah, wait. Aber das Ding ist, 2-3 km/h für so viel Downforce-Verlust. Hey, zum Saisonfinale in Abu Dhabi könnte Bottas doch mit so einem Auto fahren. Okay, ich muss das Auto mal testen. Ja, komm, fahren wir einfach mal... Ah, da ist noch ein Rennen, das ich noch nicht habe. Da ist ein Rennen, das komplett neu ist. Ja, so viel dazu, dass der
Euro Truck Simulator Stream diese Woche, diesen Monat nicht stattgefunden hat. Haha, Joke's on you, der findet jetzt gerade statt. Würde nicht gut für Ricardo ausgehen. LOL! Wow. I am stupid. War das gerade der Funkverkehr hier von dem BMW? Eredox Race für den 16. mit Prime. Das hat ja mal geil gepasst. Danke dir mal lieber. Ich meine hier ein Schild gesehen zu haben, aber das ist alles Blumen. Egal, Zerstörung! Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass dieses Auto noch mehr noch besser zum Farmen geeignet ist als der Jesko. Eieiei. Sieht ja fast aus wie ETS. Absolut. Ich müsste nur noch das andere Rim anschließen. Und tu mal. So. Das können wir für ein Rennen, glaube ich, mal ganz gut machen. Ey, immerhin, das sind Autos, die in einer ähnlichen Gewichtsklasse spielen. Okay, let's go. Bitte was? Wie kommt der denn vom Fleck? Mach mal die Paypal auf, Digi. Und Ehre Emre, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Gutes Auto zum Abschließen, andere Autos. Bottas gefällt es. Okay, genug so getan, als würde ich mit dem Lenkrad fahren. Abfahrt. Oh. Mach mal die Paypal Gott, auf. Im Himmel. Steuert der Was geht denn jetzt ab? Davis quick. Irgendwas passiert hier gerade. Vielen Dank, Wolfron, für die 100 Bits. Emre mit dem Zug, was ist das denn? vielen Dank, Gedi Rufus, für den Giftsub. Merci, mein Lieber. Und Lost, vielen, vielen Dank für den vierten Monat. Tag. Moin, moin! Alter, die Kamera. Oh! Geh weg aus dem Weg, Ringverdiener. Oh. Wir können ja gar keine Dragster-Reifen an dem dran machen. Das ist voll gemein. Digga, wie er rudern muss. So weit haben Charaktere in Forza noch nie gelenkt. Den Abschluss schon mal angekündigt. Da ist die Kurve, wo man für bremsen muss. Es kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass ich mit diesem Auto das Rennen gewinne, oder? Tatsächlich in dem Hype-Train. Ehre. Wir haben den Schwierigkeitsgrad hochgestellt vom Hype-Train, damit wir nicht so leichter reinkommen. Aber wir haben es mal wieder geschafft. Ehre, Leute. Das ist halt einfach zu lächerlich. Warum ist das Auto so schnell? Das nächste OP-Auto in diesem Spiel. Anlehnen hat noch nie geschadet. Ja, Tourenwagensport ist hier Kontaktsport. Außer jetzt, wo da muss man ein bisschen mal Abstand halten, 1,5 Meter, aber hey, sonst. Also, Hand aufs Herz.
Der ist super schwammig zu fahren. Aber der macht echt Spaß. Es ist... Ich verstehe das gerade nicht. Will mir gerade erklären, was hier los ist? Was um alles in der Welt ist mit diesem Auto los? Ich habe sogar das Rennen gewonnen. Ich bin nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen, dieses Rennen zu gewinnen. Und wir haben es gewonnen. Du hast 2.500 PS in einem 5-Tonnen-Auto. Alter Falter, ey. Schade. Ich habe sogar den Nissan nochmal eingeholt am Ende. 16,4 Sekunden. Ich möchte mal sehen, wie schnell wir von 0 auf 100 sind. Okay, habt ihr die Stoppuhr am Laufen? Na? Jo, bis später. Hau rein, geht ihr, Rufus. Das ist unglaublich. Hey, geiles Auto. Hat sich auf jeden Fall mindestens mal für eine Meme-Folge mal gelohnt, hier den zu fahren. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir aber trotzdem mal ein anderes Auto ein.